Wir präsentieren heute von der Rock-Pop-Jazz-Akademie Mittelhessen, oder kurz ABIJAM. Das ist übrigens meine Frau Marion Krämer, mein Name ist Andreas Dieruff. Wir sind beide Inhaber und die Schulleitung quasi der ABIJAM. Unser Abschlusskonzert unseres ersten Jahrgangs an Studentenstadt, der seinerzeit 2008 die Ausbildung bei uns begonnen hat und jetzt nach einer dreijährigen Ausbildung dann eben soweit ist, seine Abschlussprojekte hier live und vor Publikum präsentieren zu können. Wir sind eine Berufsakademie. Die Studenten werden ausgebildet zum Berufsmusiker und auch, was ganz wichtig ist, zum Instrumentalpädagogen. Das heißt, wir bilden eine Brücke zwischen Schule, wie es in anderen Berufen auch so ist, und dann halt eben dem Studium, sodass sie halt auch wirklich einen Abschluss, man nennt das Bühnenreife, als Berufsmusiker und Instrumentalpädagogen erhalten. Ich spiele Schlagzeug, werde heute Abend ein kleines Set von mir, von eigenen Stücken präsentieren. Werden drei Stücke sein und wird ein buntes Programm zwischen Jazz, Fusion und ein bisschen Rock auch geben. Bei mir ist es so, dass ich über meinen alten Schlagzeuglehrer Dirk Brandt, der auch jetzt Dozent an der ABIJAM ist, die Empfehlung bekommen habe, dort zu studieren und die Empfehlung auch wahrgenommen habe und daher dann auch dort gelandet bin. Ich bin aus dem Grund zur Schule gekommen, weil ich eigentlich mein Hobby zum Beruf machen wollte und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund eigentlich, weil das schon immer mein Traum gewesen ist, wirklich als Berufsmusiker zu leben und damit mein Geld zu verdienen. ABIJAM, wir sitzen in Linden bei Gießen. Wir haben im Moment etwa 50 Studenten, die wir in unserem Haus im Vollzeitunterricht dreijährig durchs Studium begleiten. Und wir haben eine Handvoll renommierter Dozenten am Haus. Das sind unter anderem Peter Fischer dabei, als musikalischer Leiter und Gitarrist, der weltweit in Fachkreisen als Gitarrenbuchautor anerkannt und bekannt ist. Wir haben Dirk Juchem am Saxophon dabei, Saxophonist von Thomas Anders, von Paul Enker, von Rolf Zukowski und so weiter und so fort. Wir haben sehr viel renommierte Dozenten bei uns im Haus und das sind genau die Aushängeschüler, die wir haben, um dann auf der anderen Seite Studenten eben aus dem kompletten Bundesgebiet und aus dem benachbarten Ausland, wir haben da Studenten aus Holland, aus Österreich, aus Bulgarien und so weiter, eben hier nach Linden zu holen.